Die Diskussion, dass unsere Kinder zu wenig Sport machen, also freiwillig, das ist ja gar nicht das Thema. Inzwischen ist das Thema, dass sie sich nicht mehr bewegen, dass Alltagsbewegungen zu wenig sind. Der durchschnittliche österreichische 10- bis 18-Jährige an einem normalen Schultag liegt, sitzt, steht 21 Stunden und bewegt sich mit Schulsport, mit Toilettengang, mit Pausen, mit alles, was er daheim macht, mit in die Schule und in die Schule. Also jeder Schritt zählt. 3 Stunden. Das war 2005. Wenn man die Schüler in 3 Kategorien einteilt, die Bewegungsfaulen, die Bewegungsmoderaten und die Bewegungsaktiven, dann bewegen sie die Bewegungsfaulen derzeit unter 45 Minuten an einem normalen Schultag. Die bewegungsfaulen Erwachsenen liegen in ungefähr im Gleichen, die bewegungsfaulen Amerikaner sind knapp bei 15 Minuten. Das Chart meiner Meinung nach zeigt ein noch größeres Problem auf. Also an wen wir die Bewegungszeit verlieren, aber das wisst ihr eh alle. Wir verlieren sie definitiv an die Monitore. Desto besser ihr lesen lernt, desto mehr benutzt euer Auge den Augensprung. Dass ihr sagt, ich lese 8, 10, 12 Buchstaben noch vor, springe zurück, um die Zeile zu finden und die Anfangsbuchstaben, springe wieder vor, lese weiter und springe zurück. Das heißt, ihr lernt mit dem Augensprung zu lesen, um die Zeile nicht zu verlieren und um die Buchstaben zu Wörtern zusammenzufassen. Ihr wisst, dass man so lesen lernt, oder? Aber ihr wisst schon, dass er den Augensprung braucht, den er zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr lernen hat müssen. Und der Augensprung wird nur gelernt, jetzt kommt die Antwort, wenn es dreidimensionale Bilder sind, das heißt nur in der Realität, nicht auf zweidimensionalen Fernseher. Das heißt, wir dürfen uns gar nicht wundern, dass wir inzwischen so viele Kinder mit Leseschwächen haben. Nur wir müssen uns fragen, wo kommt sie her? Ist es eine Leseschwäche oder ist es das Fehlen des Augensprungs? Eine der besten Sportübungen aus dem Turnunterricht für die Leseförderung. Und die Übung wäre, dass wir zwei einen Basketball werfen und dann da 3 Schüler stehen und dann da 3 Schüler und ihr habt Tennisbälle und ihr müsst den Basketball treffen. Könnt ihr das verstehen? Und das tut sich jetzt gedanklich machen. Duck, duck und noch einmal duck und tack. Und ich weiß nicht, ob euch ganz klar ist, was jetzt für eine, danke Andi, für Hochleistung in eurem Kopf läuft. Laut der Studie ist es wahrscheinlich falsch zu sagen, ihr wollt euch nicht mehr konzentrieren. Wahrscheinlich müssen wir sagen, ihr könnt euch nicht mehr. Weil wir nicht mehr so anregende Umwelten haben. Das Einspeichern von Gedächtnisinhalten und das Rausholen von Gedächtnisinhalten geht nur, wenn der Hippocampus aktiv ist. Das ist ein Areal und jetzt sind wir es tief im Gehirn drinnen. Das heißt, wenn ich eure Aufmerksamkeit will, kann ich nicht an der Oberfläche eures Gehirns kratzen. Ich muss in die Mitte. Ich muss wirklich zu euch rein. Und jetzt kommen noch ein paar Probleme. Es gibt keinen Schalter, der den Hippocampus anschaltet. Ihr könnt nicht sagen, Willi. Ich kann nicht sagen, Willi. Ein Ding ist ganz einfach, dass Betroffenheit herbeifügt. Und dann schaltet es ein. Aber die leichteste Möglichkeit, den Hippocampus einschalten, steht in allen Büchern. Aber es ist nicht die einzige. Aber die leichteste ist ganz einfach Liebe und Zuneigung. Die Emotionalität, Liebe, Zuneigung, das ist das, was wir alle sagen. Wenn die deine Schüler mögen, dann passen sie auf. Das ist Neurobiologie, sonst nichts. Beim Computer versteht sie jeder. Also jeder leidet, wie ich gesagt habe, aber jeder leidet sagen, ich öffne Word, kann ich schreiben. Ich öffne PowerPoint, ich möchte eine Folie machen, ich öffne Excel, ich möchte rechnen, ich öffne Paint. Jeder von euch weiß, ho, erstens wird der Rechner langsamer und wenn es der Pech ist, stürzt er ab. Unser Kopf ist genauso. Wenn zu viele Programme offen sind, wird es langsamer oder stürzt ab. Das größte Programm laut Neurobiologie und Spitzer ist Trauer. Das ist ein fertiger Kapazitätsräuber, dem was anders zum Erzählen. Liebe kommt gleich danach. Und dann kommen halt alle anderen Programme. Und ihr wisst schon, Liebe, nicht? Denkt an den 14-jährigen, 15-jährigen, 16-jährigen Schüler, gerade das erste Mal verliebt. Hinter ihm sitzt das Mädchen, das riecht auch noch. Und wir erzählen ihm Differentialrechnung. Bingo. Und jetzt aber ein Geheimnis, wenn wir uns bewegen, damit Bewegungssteuerung erfolgreich ist, musst du alle Programme im Arbeitsgedächtnis schließen, um die Bewegungssteuerung aufzumachen, sonst geht es nicht. Das heißt, Bewegung hat so eine Priorität im Arbeitsspeicher. Und daher stimmt ja, jetzt komme ich zu unserem Sport, wenn der Sport wirklich was kann, dann macht er den Kopf leer.
und zwar gar nicht so sehr beim Laufen, aber vor allem nachher. Weil du musst alle anderen Programme abschalten, vor allem wenn du immer ein bisschen neue Bewegungen mitmachst. Und das ist Neurobiologie pur. Und das würde ich euch aber ganz gerne jetzt wieder an Übungen zeigen. Das Programm sind koordinativ herausfordernde Bewegungsübungen, die so gedacht sind, dass sie wirklich direkt im Unterricht, in der Volksschule, in der Hauptschule, im Gymnasium, direkt in der Unterrichtsstunde von, und jetzt nicht von den Sportlern, sondern von jedem Lehrer eingebracht werden, wenn er glaubt, jetzt kann ich damit die Unterrichtssituation verbessern? Meine Schüler brauchen jetzt Bewegung, weil, und jetzt kommt ein wichtiger Satz, ich verliere 2, 3, 4 Minuten an Unterrichtszeit hier und jetzt. Aber ich gewinne lachende, bewegte, animierte, nicht motivierte, das ist ein schwieriges Wort, herausgeforderte und wirklich definitiv konzentriertere Schüler für die folgenden Minuten des Unterrichts. Was wir nicht wollen, ist jemand anders reinschicken, um wieder den Lehrer Signal zu geben, es muss ein Experte kommen, der es für die macht. Ich glaube, es ist viel besser, die Lehrer zu Experten für ihr Geschehen im Unterricht zu machen. Auch was die Bewegung betrifft. Und die Lehrer können am besten abschätzen, was jetzt der Unterricht erfordert, um es mit den Schülern zu machen.